bisschen verschwitzt aus. Hier an unserem Abreisetag von Montreal, das uns genauso grau verabschiedet, wie es uns empfangen hat. Grund dafür ist, wir haben ein Power Outage, einen Stromausfall. Das scheint wohl hier relativ üblich zu sein. Und es gibt sogar eine App dafür, wo man gucken kann, wo jetzt der Strom ausgefallen ist und wie lange es braucht. Deswegen habe ich jetzt das ganze Zeug auch übers Treppenhaus geschleppt. Und muss mal gucken, dass ich jetzt wieder hochkomme hier überhaupt. Weil die Notausgänge sind meistens nur von innen zu öffnen. Und die Fahrstühle gehen logischerweise nicht. Deswegen bleibt spannend, wa? Wir sind jetzt hier mal eine Querstraße weiter und hier sieht es noch deutlich besser aus als bei uns in der Gegend. Hier ist so ein bisschen Einkaufspassage, auch Partymeile, Kneipen, Restaurants, viele Läden. Und ja, also Montreal macht schon einen besseren Eindruck, als wir es zunächst gedacht haben. Nichtsdestoweniger fahren wir jetzt weiter nach Quebec und schauen uns dort das alte Schloss an, sofern es das Wetter zulässt. Es ist nämlich recht regnerisch. Wir sind immer noch auf dem Weg nach Quebec und haben noch eine Distanz von 69 Kilometern vor uns. Die Fahrt ist sehr monoton und langweilig, denn es geht immer nur geradeaus. Immer schön in einer geraden Linie geradeaus. Also Kurven machen vielleicht, weiß nicht, 1%, 2% der Strecke aus, keine Ahnung. Dazu haben wir es gerade noch relativ grau. Gerade recht geregnet. Da hat er doch schon ziemlich gute Figur gemacht. Der Allradantrieb macht sich doch bemerkbar. Außerdem ist die Herausforderung, genau die Geschwindigkeit abzupassen, die zwar schneller ist als 100 km/h, aber so weit unauffällig, dass man nicht rausgezogen wird. Und tatsächlich, also jetzt die letzten 50, 100 Kilometer ging es, aber zuvor hatten wir tatsächlich relativ viele Polizisten, die auf Motorrädern oder in Dodge Chargern im Übrigen am Straßenrand standen und gelasert haben, beziehungsweise halt Autos ja mal lustig rausgezogen haben, wie sie denn wollten, sowohl in Polizeifarben als auch in Zivil. Also einen schwarzen Dodge Charger noch am Stadtrand von Montreal gesehen, der halt da blau-rotes Licht anhatte. Das ist recht interessant. Ja, wir haben uns inzwischen so ein bisschen eingependelt auf eine Geschwindigkeit von ungefähr 120 km/h, denn der graue Kia, was auch immer das genau für ein Kia ist, ich kenne mich bei den Modellen nicht so aus, hier vorne legt die vor und den haben wir so ein bisschen als Lockvogel auserkoren und hoffen, dass er rausgezogen wird, wenn hier irgendwo einer hinter dem Billboard steht und lasert. Wir sind angekommen in Quebec und sind hier im alten Quebec, der Altstadt. Dort unten sieht man noch den St-Lawrence-Strom, von dem es hier im Übrigen die letzte Brücke gibt. Also wenn man noch drüber fahren möchte, dann muss man es hier tun. Weiter oben ist dann nur noch Fähre aktuell. Ja, und die Altstadt ist tatsächlich sehr, sehr niedlich. Nette Gassen, es ist alles sehr liebevoll restauriert. Sehr gut erhalten, nicht allzu touristisch, wenn auch natürlich klar touristisch ausgelegt. Das sieht hübsch aus hier, wirklich. Also macht bis jetzt einen sehr, sehr guten Ersteindruck. Wir sind eingekehrt bei Le Buffet L'Antiquaire in Quebec und sind auf der Suche nach Poutine. Und sie haben auch tatsächlich welches und das werden wir uns gleich mal bestellen. Ansonsten auch eine relativ gute Auswahl hier, Ex Benedict, verschiedene Frühstücksvariationen. Ja, viel mit Eierspeisen auf jeden Fall. Aber sieht gut aus. Also zum Frühstücken wäre das hier bestimmt eine gute Option, wenn man zu Frühstückszeiten hier wäre. Unsere Mission ist, das kanadische Nationalgericht zu probieren. Poutine ist im Prinzip Pommes mit einer Bratensoße und Käsekrümeln, also so eine Art Mozzarella quasi oben drüber. Eigenartige Kombination, ich frage mich, wie sie drauf gekommen sind. Wahrscheinlich hatte mal irgendjemand nur noch das und hat zusammengeschmissen und festgestellt, das funktioniert ganz gut, so wie beim Elsasser Flammkuchen. Das probieren wir jetzt aus. Ich bin gespannt. Also tatsächlich ist es eine Schüssel Pommes mit Bratensoße und so Cheese Curds. Für mich eigentlich Dinge, die nicht zusammengehören, aber vielleicht ist das ja in Kombination ein unglaubliches Geschmackserlebnis. Das finden wir jetzt raus. Bon Appetit! Ja, Pommes mit Bratensoße halt, ne? Also ich kann bloß mutmaßen, dass es so ein bisschen durch einen kulinarischen Unfall zustande gekommen ist, ja, weil es sind halt an und für sich Sachen, die miteinander nichts zu tun haben. Man kann aber auch nicht sagen, dass es nicht schmeckt. Ja. Also gerade in Kombination mit dem Mozzarella, wenn der dann noch so ein bisschen in der Bratensoße vor sich hinschmilzt, dann ist es nicht unschmackhaft. Aber dass es jetzt so spektakulär ist, dass man es zum Nationalgericht ausruft, weiß ich nicht. Ja. Dafür haben wir hier eine sehr schöne
sehr schöne Hauswand, ja, wo quasi das alte Quebec aufgemalt ist. Überhaupt alles sehr niedlich hier. Ja, also wie gesagt, Poutine, probiert es mal, wenn ihr zufällig in Kanada sein solltet. Aber lasst euch nicht von diesem Hype leiten. Das ist okay, aber auch nicht wahnsinnig spektakulär. Wir werden bei passender Gelegenheit nochmal eine andere Variation ausprobieren. Wir hatten jetzt die ganz klassische Variante mit Bratensoße und Mozzarella. Das gibt es aber auch in diversen anderen Variationen. Vielleicht sind die ja spektakulärer. Aber letzten Endes, ich meine, es bleibt Pommes mit Topping. So, wie unschwer zu erkennen, sind wir jetzt genau unterhalb des Chateau Frontenac. Und auch hier ist es sehr entspannt, sehr mittelalterlich, wirkt alles liebevoll restauriert. Also Quebec, gerade hier so die Gegend um das Chateau ringsherum, macht einen sehr guten Eindruck. Macht einen sehr guten Eindruck. Ist wirklich schick. Hier mit musikalischer Untermalung. Ja, wir schleichen mal um das Schloss drumherum und schauen mal, ob es noch was Nettes zu sehen gibt. Ja, liebe Reisefreunde, hinter mir ist das Chateau und vor mir ist der St. Lorenzstrom und dort ganz hinten in der Entfernung, ich weiß nicht, ob man es sieht, ist die letzte Brücke, die zum Überqueren des St. Lorenzstroms geeignet ist, denn er wird dann noch deutlich breiter und dann ist er nur noch mit der Fähre zu überqueren. Eine Aktion, die uns auch noch bevorsteht in ein paar Tagen, dann berichten wir dann nochmal davon, aber ja, ist schon ganz schön breit für den Fluss, ne? Sieht alles super nett aus hier, ohne Mist. Also ist wirklich, wirklich schön. Und es wirkt halt auch nicht so künstlich touristisch. Nein, Quebecer Altstadt, wirklich sehr, sehr schön. Also seid ihr irgendwie mal in Kanada, in Quebec, also in der Provinz, kommt hier nach Quebec City. Good Lord, ist das hübsch. Ja, auch sehr französisch. Wir haben eine Crêperie gefunden. Wir wollen nach dem herzhaften Poutine noch ein bisschen was Süßes als Dessert. Wir sind in der Crêperie ici 5.0. Keine Ahnung, ob ich es vernünftig ausgesprochen habe, aber jedenfalls this place right here. Und dort werden uns Crepe gemacht. Ja, unser kleiner Nachmittagsausflug nach Quebec City neigt sich leider, muss man sagen, dem Ende. Es war wirklich sehr, sehr schön. Ja, also hier das Chateau Frontenac, was alles überblickt und überthront. Das ist im Übrigen in erster Linie ein Luxushotel und wurde sogar damals schon als solches gebaut. Hier diese vielen kleinen netten Gästen in der Altstadt und dann hier das Ganze eingerahmt vom St. Lorenzstrom. Das ist eine sehr sehenswerte, vermutlich auch sehr lebenswerte Stadt. Definitiv Ausflug empfehlenswert. Für uns geht es weiter Richtung Norden, Nordosten, Norden. Wir fahren nach Tadoussac. 50, 60 Kilometer oder so vor der Fähre. Da hier tatsächlich langsam so ein bisschen die Zivilisation aufhört, werden wir uns nochmal stärken und zwar bei der Mutter aller Fast Food Joints. So, und bei den Ketten, die es zu Hause auch gibt, ist ja immer spannend zu erkunden, was es hier gibt, was es zu Hause nicht gibt. Oh cool, Spielerei, ich mag Spielerei. Hier Main Dishes, wir gucken mal bei die Main Dishes. McCafe Latte Lovers, Fish and Chips Menu, das Mac Taster Menu, Mighty Angus Range Menu, das klingt eigentlich gut. Mighty Angus, Bacon and Natural Cheddar, Angus Third Pounder. Ich glaube, das möchte ich. So, make it a meal. Let's make it a meal. Dann kann ich hier mein Lunchzeit. Es gibt Poutine als, wie geil ist das denn? Ein Spicy Buffalo Crispy Poutine. Das klingt schräg, das nehmen wir. So, und dann ein Triple Thick Shake. Oh Gott, ein Thick Shake ist nicht genug, er muss Triple Thick sein. Warum nicht? Und zwar Chocolate. Und zwar, ich glaube, es mal reicht. So, das Ganze machen wir add to order. And proceed to checkout. Pay here. So, wir haben die 7:30.
Und es scheint aber noch zu dauern. Essen ist da, ging auch relativ schnell. Gucken wir mal hier in den Milkshake. Oh ja, sieht wirklich recht thick aus. Mmh. Schmeckt gut, recht süß, aber schmeckt gut. Poutine als Beilage bei McDonald's. Wird das franco-kanadischer? Ich weiß nicht. Das ist hier mit so crispy Hähnchenstreifen und einer scheinbar relativ scharfen Soße und so ein bisschen, was ist denn das, Schnittlauch? Das Poutine hat erstaunlich gut geschmeckt. Also, ich will jetzt nicht sagen, fast sogar besser als heute Mittag, weil das war einfach anders von der Zubereitung, aber mir sprach diese scharfe Soße an und auch die crispy Chicken in Verbindung mit dem Mozzarella war eine gute Sache. So, jetzt haben wir hier den Angus-Burger. Der ist mit so ein bisschen Bacon halt, Cheddar, Gurken, Zwiebeln. Ja, im Prinzip ein klassischer Angus-Burger. Und der besteht aus, wo stand das, 100% kanadischem Angus-Beef. Der Angus-Burger war im Übrigen gut, aber schmeckt da halt wie McDonald's. Also das ist jetzt außergewöhnlich spektakulär gewesen, mehr kann ich nicht behaupten. Was aber spektakulär ist, ist, dass wir jetzt gleich versuchen, über den Saguenay-Fjord überzusetzen, der in den St. Lawrence-Strom mündet. Denn hier sind Brücken ein bisschen Mangelware. Wir müssen aber auf die andere Seite des Wassers, weil dort Tadoussac ist. Die Fähre fährt nominell 21.40 Uhr, das ist in 14 Minuten. Ich hoffe, man sieht es, da kommt die Fähre. Da das hier quasi die Brücke ist und zur öffentlichen Infrastruktur gehört, ist die Fähre meines Wissens nach auch kostenlos. Wir müssen also hoffentlich einfach nur drauf wollen. Ich weiß nicht, ob es Tickets gibt oder irgendwas, das finden wir jetzt raus. Wir haben auch festgestellt, dass es hier tatsächlich im Gegensatz zu Montreal oder Quebec mit der Kommunikation eine Spur schwieriger ist, weil die zwar hier Französisch sprechen und wir auch relativ gut, beziehungsweise ich so halbwegs, aber die haben hier einen sehr dicken Akzent und sprechen halt viele Sachen anders aus, als man es auch aus Frankreich gewöhnt ist. Deswegen schauen wir mal, ob wir unsere Anliegen kommuniziert bekommen. Ich bin aber zuversichtlich. So, jetzt kommt hier gerade Gegenverkehr angerollt, der von der Fähre runterkommt. Das war bis jetzt ein PKW. Und hier kommt der nächste LKW. Und noch zwei. Ja, wir rollen auf die Fähre. Spektakulär. In der Tat sieht es bis jetzt... Take the ferry. We're gonna take the ferry. Damn right. Sehr unspektakulär aus. Da wollte auch keiner irgendwie Tickets oder sonst noch was. Wie gesagt, ist kostenlos. Das fährt scheinbar einfach wie auf der Brücke. Also da sind wir wahrscheinlich noch Buschen eingewiesen. Hier. Rechts. Ja, das macht natürlich auch Sinn, damit wir uns dann vielleicht ein bisschen an dem LKW vorbeimogeln können. Nächstes Problem, die Unterkünfte, die hier in der Gegend sind, die wir erwogen haben, sind meistens nur bis 18, 19 Uhr zum Einchecken und jetzt ist es aber bereits 21.34 Uhr. Deswegen haben wir heute in einer Unterkunft in Sacré-Cœur angerufen, wo wir versucht haben, der Dame unser Dilemma zu erklären. Und auf sehr akzentuiertem Französisch uns verständigt, dass wir den später einchecken können. Und sie hat uns eine Telefonnummer gegeben und die versuchen wir jetzt mal anzurufen in der Hoffnung, dass es funktioniert. Ja, hat wirklich nicht so lange gedauert. Wir sind am anderen Ende angekommen, 21.49 Uhr. Was ein bisschen doof ist, ist, wir haben unsere Unterkunft nicht erreicht. Wir haben heute früh, wie gesagt, extra dort angerufen und haben gefragt, ob wir spät einchecken können. Ich sage, ja klar, das ist kein Problem, ruft einfach an. Da haben wir uns eine Telefonnummer gegeben und da kam aber jetzt eine Bandansage, dass die Telefonnummer nur bis 21 Uhr erreichbar ist. Das war vor ungefähr einer Dreiviertelstunde. Davon war heute Morgen keine Rede, obwohl wir explizit danach gefragt haben. Insofern wissen wir jetzt noch nicht so genau, ob und wo wir heute schlafen. Das geht gut, wir starten durch. Gut, jetzt sind wir wieder auf festem Boden. Wir waren eben an der Unterkunft und haben da ein französisch sprechendes Pärchen getroffen. Wir wissen nicht, ob es Franzosen waren oder Franco-Kanadier. Unabhängig davon haben sie uns hier hingeschickt. Und hier scheint es eine Art... Robert! Ah, c'est ça. Très bien.
So, das war ein bisschen Treasure Hunt-mäßig, ja? Also man musste ja erstmal 5 Kilometer die Straße runterfahren zu diesem, wie nennt es sich? Ferme Saint-Étoile, Centre Vacances. Ja, das ist so eine Art, wie gesagt, Ferienzentrum, die hier wahrscheinlich das Management übernehmen für die verschiedenen kleinen Ferienwohnungen, weil es sich für die Einzelnen nicht lohnen würde, so ein bisschen Overhead reduzieren, prinzipiell sinnvolle Maßnahme. Und die haben uns auch eine Mail geschickt, die haben wir allerdings noch nicht gesehen on the road. Deswegen, ja, war es gut, dass wir die beiden Kollegen da getroffen haben und haben jetzt hoffentlich unseren Schlüssel, fahren jetzt zurück, checken ein und haben das Problem gelöst. Wir sind angekommen und nicht nur an, sondern auch rein. Oh, haben wir sogar eine Mieter? Na, zumindest ein Kühlschrank ist aber auch gut, da kann ich dann noch meinen Kurs in den Kühlschrank stellen. Yum, yum. Nein, Zimmer ist schön, es ist angemessen groß und vor allen Dingen auch in der ganzen Ecke günstiger als das, was in Tadoussac so angeboten wurde. Wir halten fest, Tadoussac ist hier, naja, dieser Whale-Watching-Hotspot und dementsprechend auch sehr, sehr touristisch. Und die haben eine Handvoll Motels, also ungefähr 8. Und die sind halt alle so nach dem Motto, ja, wir wissen zwar, dass wir angeranzt sind, aber es gibt halt nichts anderes, deswegen deal with it oder verpiss dich. Ja. Und wir haben uns verpisst und haben uns in den nächsten größeren Ort gewagt, das ist hier Sacré-Cœur. Und da ist es nicht nur günstiger, sondern auch schöner. Ja. Wir bezahlen jetzt hier 236 kanadische Dollar. Inklusive Steuern und Gebühren, das muss man in Kanada immer dazu sagen, all dieweil sie hier Nettopreise überall dran schreiben, ähnlich wie in den meisten US-amerikanischen Bundesstaaten. Und das sind ungefähr 170 Euro für 2 Nächte, das bedeutet, es sind ungefähr 85 Euro pro Nacht, also ungefähr 40 Euro pro Nacht und Person, das ist ein total angemessener Preis. So, Bude an sich, wie gesagt, schick, haben auch hier 2 Betten, das eine wird vielleicht die Gepäckablage werden, mal sehen, und noch ein brauchbar gutes Bad. Ja, das ist nicht übermäßig groß, aber wir haben hier eine Dusche, in der man treten kann und ein sauberes, ordentliches Klo, das ist alles sehr akzeptabel. Ja, ich glaube, das haben wir gut gelöst. Jetzt werden wir mal unseren Stuff hier reintragen und dann kümmern wir uns hier um, ja, eigentlich nicht mehr viel, denn heute war ein anstrengender Tag. Es gab mehrere Blowouts behind the ship. Deswegen rennen wir jetzt alle aufgeregt darüber. Und hoffen, dass wir den Wal sehen. Ich habe die Flosse gesehen.